Und Sie werden sich jetzt bestimmt fragen, wer ist denn diese nette, gut aussehende, sympathische Frau an meiner Seite? Stimmt's? Also, wir machen mal ein Quiz. Ist es vielleicht A, die jüngere Schwester von Claudia Schiffer? Oder B, die Cousine von Annegret Kramp-Karrenbauer? Oder vielleicht sogar die Zwillingsschwester von Frau Dr. Angela Merkel? Ich meine, die Macht hat sie schon heute Abend mit ihr. Sie ist nämlich unsere Publikumsbeauftragte. Wissen Sie was? Wir werfen uns nämlich symbolisch heute sozusagen die Bälle zu. Uta, Volltreffer, so ungefähr. Hopp, hopp, zack, noch ein. Zitiert aber auch anders, Herr Jens, mein Jott. Kicken Sie mal. Und? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14. Marketing-Studierte? Marketing ist, wenn man Hühnern die Füße plattklopft und sie als Enten verkauft. Sehr hilfsbereit. Also ich hatte ihn gebeten, ich wollte so gerne Schauspielerin werden. Da gab er mir einen Tipp und meinte, in einem Indianerfilm wird eine weibliche Hauptrolle gesucht. Na, da habe ich mir ein Pferd gekauft, habe ein halbes Jahr lang reiten geübt, den Filmvertrag hat schließlich mein Pferd bekommen. Aber Uwe ist auch sehr charmant, ja, ganz anders als mein Mann. Also, mein Mann hat vorgestern seinen besten Freund nach 10 Jahren wieder getroffen, wa? Und der hat ihn gefragt, na, hat deine Frau immer noch diese reizende Figur? Da hat mein Mann ja antwortet, ja, sie hat sie sogar verdoppelt. Bei Uwe ganz anders. Er hat mir heute sogar zum Frauentag ein Kompliment gemacht. Er hat gesagt, Frau Publikumsbeauftragte, Sie werden von Tag zu Tag schöner. Sie sehen heute schon aus wie nächste Woche. Als mein Chef mir in Rente geschickt hat, da hat er gemeint, Frau Kozlowski, jetzt lassen Sie es gut sein, jetzt müssen Jüngere ran. Da habe ich gedacht, okay, dann soll die Jugend, wa? Und dann habe ich meinen Chef wieder getroffen und habe mir gefragt, na, Chefchen, wie ist es denn so mit so einer Jüngeren? Och, hat er gemeint, hören Sie mir bloß auf, mit Ihnen hatte ich wenigstens nur ein Arbeitsverhältnis. Ich wollte gleich Montag früh ins Reisebüro. Ja, da klingelt mein Telefon, mein Smartphone. Ja. Und wer war dran? Meine Tochter, die meinte, Mutti, du kannst jetzt nicht verreisen, der kleine Martin ist krank. Martin ist mein jüngster Enkelsohn. Und da man die Enkelkinder, wenn sie gesund sind, nicht zu Gesicht bekommt. Ja. Muss man sie wenigstens krank pflegen. Der Teig gemacht, können Sie glauben, 3 Wochen lang Heik mit dem jungen Mensch Ärger dich nicht gespielt. Hat er gemeint, Oma, hast du keinen Laptop? Ich sah, bei mir wird Deutsch gesprochen, das heißt Klapprechner. Ja. Und so was habe ich nicht, sonst hättest du jetzt noch ein Virus. Ja. Und da hat der Junge gesagt, du Oma, ich bin ja letztes Jahr sitzen geblieben. Ich sage, was bist du sitzen geblieben? Hast du denn ja nichts von deiner Oma? Kommst wohl ganz nach deinem Opa? Ich sage, wo hast du denn Schwierigkeiten? Ja, sagte Oma, Mathe und Deutsch. Ich sage, das ist nicht so wichtig. Wo noch? Na Oma, ich habe in Geschichte eine 6. Ich sage, wie kann man denn in Geschichte eine 6 bekommen? Das geht doch ja nicht, oder? Das ist doch ein Lernfach. Da sagt er, ja, Oma, wir hatten deutsche Wiedervereinigung. Und da erzählt jeder was anderes.
Ja. Ja. Und da hat er mir gefragt und hat gesagt, Oma, woher kommst du denn? Ich sage, naja, ich komme aus der GDR. Ja, ich sage, du, wir hatten Sachen, die hatte der Westen nicht. Da sagt er, Oma, was hatten ihr gehabt? Ich sage, zum Beispiel 3 Farbenfische. Ja, kennen Sie den? Ja, das war der Aal. Grün gefangen, braun geräuchert, schwarz verkauft. Ja. 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 Und wir hatten auch noch Autos, da haben die Abgaswerte gestimmt, oder? Ja. Ich meine, ich hatte so ein Trabant Deluxe. Ja, wir haben uns ja zu DDR-Zeiten zuerst die Kinder angeschafft, dann die Autos, weil bei den Kindern die Lieferzeiten kürzer waren. Ja, und dann bin ich immer mit meinem Trabant so los nach Eisenhüttentown, so brrrr, und einmal waren die Scheibenwischer kaputt, wa? Ja, geht man in eine Werkstatt. Ich sage, Meister, bekomme ich für diesen Trabant ein paar neue Scheibenwischer? Da geht der um das Auto und sagt, für diesen Trabant ein paar neue Scheibenwischer. Ich sage, bitte, Meister. Sagt er, okay, der Tausch ist fair. Naja. Naja. Dann hatte mein Enkel das alles begriffen, wa? Naja, und er war wieder gesund und ich hab gedacht, jetzt aber Lisbeth, los und laste Minute nach Granne. Da kam mein Sohn zu mir. Und wenn mein Sohn zu mir kommt, Nachtigall. Der schlich immer so um mich rum. Ich sage, Junge, brauchst du Geld? Da sagt er, Mutter, ich bin jetzt inzwischen ein Beamter in gehobener Stellung. Ich sage, was bist du, ein Beamter? Ich sage, Beamte verdienen ihr Geld wie Katzen. Ja, sie schleichen zum Dienst, legen die Pfoten auf den Tisch und warten auf Mäuse. Sie hier in der ersten Reihe haben nicht geklatscht, Sie sind ein Beamter, wa? Ja, das hat ich Ihnen angesehen. Ja, sind Sie einer? Ja? Ja, er nickt so. Sie müssen mal kurz aufstehen, wir müssen Sie jetzt alle bedauern. Stehen Sie mal kurz auf und bedauern Sie diesen Herrn, machen Sie mal alle. Oh. Ja, dieser Herr hat es als Beamter sehr schwer. Er darf jetzt in der Erkältungssaison noch nicht mal Papiertaschentücher verwenden. Da könnte nämlich Tempo draufstehen.